Hab da mein Auto vorgestellt, zwei Männer haben das Auto begutachtet und am nächsten Tag habe ich einen Pokal bekommen, dritter Platz für Fahrzeug aus 70er Jahren mit originalem Zustand. Ja, auch hier muss ich mal wieder dreimal schlucken, denn auch dieses Auto ist so ein ganz originales Auto. Ja, was ist das überhaupt? Das ist natürlich ein Ford Mustang. Das ist der allerletzte klassische Mustang. Bis 1973 haben sie Dinger ja gebaut, obwohl er eigentlich mit den ersten von 1964, 65, 66 formal ganz wenig zu tun hatte. Der Ford Mustang, ja, ist ja ein Mythos, muss man schon sagen. Ich glaube, jeder in den USA, der nur halbwegs lesen und schreiben kann, weiß, was ein Ford Mustang ist. Und jeder, der bei uns in Europa von einem amerikanischen Auto hört, dem fällt natürlich auch der Ford Mustang ein. Ich glaube, es ist das berühmteste Auto, was es jemals gegeben hat. Man muss es sagen. Der Name Mustang ist ja klar, logisch, kommt von einem wilden Pferd, was nicht eingeritten ist, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Aber was noch viel wichtiger ist, es gab unter diesem Namen ein Jagdflugzeug im Zweiten Weltkrieg, P-51 Mustang, ein Jäger, der also die Bomber begleitet hat. Und dieser Mustang-Jäger war ziemlich berühmt und deswegen passte diese Doppelbedeutung des Namens natürlich wunderbar. Mit diesem tollen Pony, mit diesem rennenden Pony, wie man dann später gesagt hat im Emblem, war der Ford Mustang auch das erfolgreichste Auto aller Zeiten. Denn man hat nie wieder innerhalb so kurzer Zeit so viele Fahrzeuge produziert. Ford-Chef Lee Iacocca, italienisch stammender Amerikaner, hat damals die richtige Idee gehabt, nämlich auf Basis eines kleinen Kompaktautos namens Ford Falcon einen kleinen sportlichen Viersitzer zu bauen, der vor allen Dingen eins war, nämlich zeitlos. Was also bedeutete, man konnte davon ausgehen, derjenige, der sich einen Ford Mustang kaufte, ja, hatte zumindest Geschmack, hatte Freude. Ob es nun ein Erstwagen war, konnte sich keiner anderen leisten, oder ein Zweitwagen, oder für die Frau, oder zum Einkaufen, völlig wurscht. Der Ford Mustang war ein klassenloses Auto und das war im Grunde das Geheimrezept, warum er so fürchterlich erfolgreich war. Es gab ihn als kleinen Sechszylinder, es wurde ein spezieller kleiner Achtzylinder dafür produziert. Und man konnte sogar in den ersten Jahren, in der ersten Version, Rennversionen davon haben. Also ein unglaubliches Image hatte dieses Auto aufgebaut. Diese ersten drei Jahre bis 1966 recht filigran, 67, 68 sind die berühmtesten eigentlich von der Form, so ein bisschen weiter ausgeformt, eigentlich sehr schön. Man hat das auch als Baumuster genommen, um später im Jahr 2000 so einen Retro-Style da zu machen beim Ford Mustang. Dann kamen die Jahre 69, 70, ebenfalls zwei Jahre, diesmal deutlich größer. Und dann aber auch die letzte klassische Mustang-Generation von 1971 bis 1973. Das ist das, was wir jetzt hier sehen. Deutlich länger, erstmals auch im Radstand sogar verlängert. Das war ein Werk von den damaligen Jungs, die das Sagen hatten im Hause Ford. Und ja, dadurch, dass dieses Auto immer größer geworden war, hat denn tatsächlich der Ford-Chef gesagt, ich dachte, das geht so nicht mehr. Für 1974 machen wir einen ganz neuen Mustang, sehr viel kleiner. Aber da waren natürlich dann schon diese 70er Jahre Einschnitte da, dass man keine Cabrios mehr haben wollte, weil man meinte, oh, viel zu unsicher, bei einem Überschlag kann man ja tot gehen. Und weiß der Kuckuck was, gab ja tatsächlich 10 Jahre lang gar keine Cabrios in Amerika zu kaufen, unfassbar. Und diesen neuen Mustang gab es dann eben auch nur noch geschlossen als Stufeneck oder als Fastback. Das hier ist eine letzte 73er Version des klassischen Mustangs und zwar nicht nur in dieser doch damals sehr selten noch gebauten Stufeneck-Version mit sehr stark nach innen eingearbeiteter Scheibe, sondern als eine Luxusversion. Das Ding hieß hier Grand D, ja, muss man sagen. Denkt immer dran, bei Chevrolet hieß das bei Camaro zum Beispiel Berlinetta, diese Luxusversion. Bei Dodge, bei Chrysler hieß das SE Special Edition und hier in dem Fall bei Mustang Grand D. Bedeutete Kunstlederdach, sehr viele Applikationen, Pinstriping, flauschiger Teppich und so weiter und so weiter. Das heißt, diese harte Zeit der brüllenden Motoren und der Mörderpower wurde abgelöst von Komfort
und Luxus. Und das Auto hier ganz speziell hat natürlich hier den Vorteil, wir haben es eben schon am Anfang gesagt, dass es sich um ein ganz originales Auto handelt. Das heißt, da ist überhaupt noch gar nichts passiert mit dem Ding. Man sieht also noch die originalen Streifen, ein bisschen abgefressen, aber ansonsten Innenausstattung, außen alles neu. Und das ist natürlich eine Maßnahme, das muss man erstmal finden. Wo hast du das gefunden? Auch bei eBay? Nein, er ist Besitzer in Ontario. Der ist aber leider gestorben und sein Sohn hat es verkauft. Dann. Du hast das Ding dir dann gezogen, aber da steht for sale. Willst du wieder verkaufen? Ja, natürlich. Natürlich ist das gar nicht, sag mal. Was, hast du was Neues im Schirm oder bist du einfach Händler? Nein, kein Händler. Ich kaufe für mich Fahrzeug für bestimmte Zeit. Ich komme hierher von Ontario, bleibe hier ein halbes Jahr, fahre rum mit diesem Fahrzeug. Ende September fahre ich wieder zurück nach Hause und bis dahin will ich das Auto fahren und verkaufen und dann gehe ich wieder nach Hause. Das ist eigentlich eine gute Idee, so kann man es machen. Ontario in Kanada. Okay, klasse. Ja, ey, muss man machen. Was, ich frage mal ganz blöd, was soll der denn kosten? Also ich frage 18. Ja, das ist ein anständiger Preis für so ein tolles Auto. Ey, ich meine, abgesehen davon, dass die Farbe natürlich unglaublich geil ist, finde ich. Ja, das ist so richtig klassisch aus der Zeit. Dunkelblaues Vinyldach zum babyblauen Auto. Ein Auto, was unberührt ist, was im Grunde ganz original wie neu. Also ich finde es herrlich und toll. Wirst du mit Sicherheit verkaufen. Wer Bock drauf hat, ist eine Chance. Meine ich ganz im Ernst. Finde ich richtig toll. Hör mal, macht viel Spaß. Finde ich klasse. Wünsche dir viel Spaß, dass du weiter so machst. Haut klasse hin. Guter Aufzug. Passt gut zum Auto, denke ich. Es gibt auch einen Applaus. Das macht ihr doch. Haut rein.